sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass die Koalition sich nun endlich dazu durchgerungen hat, der Realität eines angespannten Wohnungsmarktes und eines drastischen Rückgangs der verfügbaren Sozialwohnungen ins Auge zu sehen und als eines von mehreren benötigten Instrumenten zur Steuerung der wohnungspolitischen Entwicklung eine verbindliche Sozialwohnungsquote bei Neubauten einzuführen. Der Weg dahin war steinig. Und ich kann an dieser Stelle insbesondere der SPD-Fraktion den Blick zurück nicht ersparen. Zurück zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im Februar 2017, als nach einem von der Mehrheit der SPD-Fraktion torpedierten Kompromiss der Antrag der Kasseler Linken für eine Sozialwohnungsquote abgelehnt wurde, gegen den Rat wichtiger zivilgesellschaftlicher Organisationen wie des DGB und des Mieterbundes. Und was waren das für obskure Argumente, die da vor 2,5 Jahren ins Feld geführt wurden, etwa, dass eine Sozialwohnungsquote Investoren abschrecken würde oder dass eine stadtweite Quote die Stadtentwicklung Forstfeld behindern würde und so weiter und so fort. Als Scheinalternative bekamen wir dann einen windelweichen Prüfantrag präsentiert, der sich Programm für bezahlbaren Wohnraum nannte und buchstäblich nichts beinhaltete, was tatsächlich steuernd und regulierend auf den Wohnungsmarkt einwirkt. Nun, 3 Wahlniederlagen und zahlreiche Mieterhöhungen, Luxussanierungen und Edelbebauungen später, haben sich auch bei der SPD die Augen geöffnet und man möchte sich gerne als Partei für soziale Gerechtigkeit und eine Wohnungspolitik im Interesse der kleinen Leute in Erinnerung haben. Das freut uns. Wir begrüßen diesen Sinneswandel. Schade finden wir, dass dies erst jetzt so ist, nachdem große Projekte wie das Martini-Quartier, die Jägerkaserne oder die neuen Investorenträume und das Salzmann-Areal bereits ohne verbindliche Quoten sind. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Dinge anzumerken, die nicht vergessen werden sollten. Erstens, wir haben nie einen Zweifel daran gelassen, dass die verbindliche stadtweite Sozialwohnungsquote kein Wundermittel ist, sondern lediglich eines von mehreren Instrumenten, um die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt zu steuern und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für Menschen mit geringen und mittleren Einkommen zu unterstützen. Hier muss jetzt bald der nächste Schritt erfolgen und das Handeln nicht in erster Linie gewinnorientierten privaten Investoren überlassen werden. Wir brauchen hier vielmehr eine starke Rolle der öffentlichen Wohnungsgesellschaften, insbesondere der städtischen GWG und der Wohnungsgenossenschaften. Die kommunale Wohnraumversorgung gehört in die öffentliche Hand und nicht ins Portfolio privater Investoren. Auch brauchen wir wirksame Milieuschutzsatzungen, um nicht nur neue Wohnungen dem Markt zuzuführen, sondern auch im Bereich der Bestandsmieten Entlastung zu schaffen und Luxussanierungen und Entmietungen, soweit es möglich ist, zu verhindern. Hinzu kommt, dass die Stadt unserer Meinung nach damit aufhören sollte, Bauland für den Wohnungsbau an private Gesellschaften und Investoren zu verkaufen, sondern diese im Erbbaurecht zu vergeben sind. Auch muss sichergestellt werden, dass die zu schaffenden Sozialwohnungen sich von der Miete her im Rahmen der vom Jobcenter bezahlten Kosten der Unterkunft bewegt. Denn sonst werden auch Sozialwohnungen für Menschen im Zweibezug nicht bezahlbar sein. Wir haben uns auch gefragt, warum denn eine Sozialwohnungsquote lediglich in besonders nachgefragten Stadtteilen wie dem Vorderen Westen, Mitte und Wilhelmshöhe ab 6 geplanten Wohneinheiten greifen soll und in allen anderen Stadtteilen erst bei 12 Wohneinheiten. Es ist in der Realität doch so, dass etwa im Vorderen Westen kaum noch größere Neubauprojekte zu erwarten sind, auf welchen Grundstücken denn auch. Während gerade in Gebieten wie Nordholland und dem Wesertor die Mieten in den letzten Jahren besonders gestiegen sind und diverse private Investoren gerade dort in Goldgräberstimmung sind, weil sich mit dem Bau von überteuerten privaten Wohnanlagen mit kleinen Wohnungen, unter anderem Studierenden, besonders hohe Renditen erzielen lassen. Und auch nur in den nächsten Jahren größere Umstrukturierungen und Neubauprojekte zu erwarten. Damit in diesen Bereichen das Mietniveau nicht deutlich ansteigt und Stadtentwicklung letztlich zu Umstrukturierung von Wohngebieten inklusive Verdrängung ärmerer Bevölkerungsteile führt, muss hier gegengesteuert werden. Und angesichts des inzwischen bestehenden Ausmaßes der Wohnungsnot meinen wir, dass eine Quote von 25% zu wenig ist. 30% sind der Standard bei vergleichbaren Beschlüssen und das sollte es schon sein. Diese Kritikpunkte sind die Grundlage für unseren Änderungsantrag, für den ich heute stimmen könnte, um die heute beschlossene Sozialwohnungsquote nicht zu einem stumpfen Schwert